Heute muss ich nicht ganz so weit fahren, denn wir sind heute unterwegs in Stuttgart. Ich treffe Marcel Nguyen, 20-facher deutscher Meister und Silbermedaillengewinner in London bei den Olympischen Spielen im Turn. Er hat sogar sein eigenes Element. Was er nicht weiß, ist, dass ich auch eins habe. Hey, Marcel! Hey, Matze, grüß dich, alles klar? Komm, steig rein. Hi. Danke fürs Abholen. Gerne, gerne. Dann wollen wir mal. Jetzt hast du ja 2012 in London bei den Olympischen Spielen 2 Silbermedaillen geholt. Das hat zuvor, glaube ich, vor 76 Jahren ein Turner oder ein deutscher Turner eine Medaille gewonnen. Ja, was bedeutet das für dich? Also was ist das für ein Gefühl, wenn man ja Geschichte schreibt? Also zuerst war mir das gar nicht bewusst, dass das schon so lange her gewesen ist. Ich war einfach total glücklich, dass ich mein großes Ziel erreicht hatte, eine Medaille bei den Olympischen Spielen in den Händen zu halten. Das war ein mega Gefühl auf jeden Fall. Und dann nachher bei den Interviews wurde mir das gesagt und das ist natürlich cool und macht einen auch stolz auf jeden Fall. Und ja, ist, wie gesagt, ist ein Traum von mir in Erfüllung gegangen, von dem ich schon als Kind geträumt habe. Bei den nächsten Olympischen Spielen in Rio hast du ja, glaube ich, zum ersten Mal dein eigenes Element in dein Programm mit eingebaut. Ja, also ich habe da schon länger mal drüber nachgedacht, habe mir gedacht, das wäre echt eine coole Sache, so ein Element, so dass du auch, ja, es ist eigentlich, du verewigst dich ja mit der Medaille, da kommen wieder Leute und gewinnen eine Medaille, aber dein Element, das heißt jetzt für immer Nguyen und steht für immer im Code drin, also im Code de Punktage heißt das bei uns, dass diese Wertungsvorschriften, steht das für immer drin und das war natürlich schon ein kleiner Traum, den ich mir dann auch erfüllt habe, dass man ja, da seinen Platz in der Geschichte hat quasi. Ist Turn eigentlich eine Teamsportart? Also ist ja schon, dass du auch Einzeldisziplin machst, aber ihr startet ja auch mit der Mannschaft, oder? Es gibt natürlich auch Einzelwettkämpfe, ja. Aber mit der Mannschaft macht es mir am meisten Spaß. Im Team was zu gewinnen, finde ich überragend. Und da wünsche ich mir immer noch, dass wir es vielleicht schaffen, eine olympische Medaille zu holen im Team. Das wäre mein Traum. Marcel, wie schaffst du es eigentlich, dich jeden Tag wieder neu zu motivieren? Ja, es ist natürlich, du kennst es ja auch als Leistungssportler, es macht nicht jeden Tag mega Spaß, aber du hast halt immer ein Ziel vor Augen, also sind meistens kleinere Ziele auch, jetzt beispielsweise Europameisterschaften, Weltmeisterschaften haben wir noch dieses Jahr und da arbeitet man immer eigentlich auf was hin und dann ist natürlich noch das große Ziel, 2020 nochmal die Spiele zu turnen im Hinterkopf und das ist definitiv noch ein Traum, Olympiasieger zu werden, na klar. Ja, es ist der ultimative Erfolg im Amateursport, ne? Du weißt ja, um was es geht. Und klar, da gebe ich jetzt nochmal alles dafür, die nächsten 2 Jahre. Und werde auch nochmal alles hinten anstellen und Vollgas geben einfach und versuchen, es zu erreichen. Ja, Marcel, du weißt ja, ich stehe auf die besondere Herausforderung, auf eine Challenge. Und was hältst du davon, wenn wir mal zu dir zur Turnhalle fahren? Ja, sehr gerne, würde ich mich drüber freuen. Da hinten ist meine Halle, also los geht's. So, Matze, das ist meine Halle. Hier verbringe ich die meiste Zeit meines Lebens fast quasi. Ja? Und ich würde dir dann mal ein bisschen was zeigen an den Geräten. Kriegen wir bestimmt was hin. Oha, ich bin gespannt. So, doch, das kenne ich schon wieder. Ja? Oh, das ist einfach so mit dem Pop auf dem Boden. Ja, da fehlt noch ein bisschen. Seitpferd, mein Lieblingsgerät, nicht. Nichts. Zeige ich dir mal trotzdem ein paar Grundlagen, was Leichtes zu Beginn. Okay. Ich weiß noch nicht mehr, wie ich da drauf kommen soll. Okay. Erstmal hoch, wäre nicht schlecht, genau. Und jetzt? Ich hab so kurze Arme. Ey, das ist wirklich ein Problem bei dir. Ja? Das Gerät funktioniert nicht bei dir. Nee. Ich kann so vielleicht. Ja. Nächstes Gerät, Sprung. Kennst du vielleicht aus der Schule? Ja, kein Problem. Krieg ich hin. So, jetzt kommen wir tatsächlich zu meinem Lieblingsgerät. Den Barren. Ja, krieg ich hin. Krieg ich hin. Ah, nicht schlecht. Aber ich kann keinen Handstand. Oh! Nee, sieht gut aus. Ja, fall nicht um.
Okay, fertig. Dann kann's auch schon. Ich bin bereit. Ich kann mich jetzt noch nicht mehr halten! Ich spring einfach mal nach vorne. Kommst du wieder raus, oder? Ich weiß nicht wie. Schade, dass du kein Turner geworden bist. Wäre sicher interessant und lustig geworden. Aber ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, mit dir ein bisschen Sport zu machen. Und ja, danke, dass du da warst. Ja, Marcel, es hat mich auch riesig gefreut. Ich begrüße dich auch noch mal ganz herzlich jetzt offiziell als Mitglied vom Team Toyota. Wie du weißt, bekommt jedes Teammitglied auch ein Auto. Den Schlüssel hatte ich. Oh. Oh, oh. Ich glaube, der Schlüssel ist da drin. Ups. Er muss hier irgendwo liegen. Hast du was? Nee, noch habe ich nichts. Ah, warte mal. Ja, also. Ja. Ach, Marcel? Krieg ich doch noch ein Auto. Bitteschön. Danke dir. Aber jetzt musst du mir noch hier raushelfen. Mach ich.